Über die Sicherheit von Brücken kann ich nun sprechen mit Professor Manfred Kurbach, den ich recht herzlich in Dresden begrüße. Guten Tag, Herr Kurbach. Guten Tag. Schauen wir zunächst, bevor wir über Deutschland reden und die Situation der Brücken hierzulande, was jetzt in Italien passiert. Wie gehen die Behörden nun vor? Wie versucht man, die Ursachen für diesen Brückeneinsturz zu finden? Ja, es geht tatsächlich in erster Linie darum, die wahrscheinlich verschiedenen Ursachen zu identifizieren. Bei Unglücken dieser Art ist es ganz häufig nicht nur eine Ursache. Deswegen würde ich mich jetzt ganz stark zurückhalten, auch anstelle der in Italien befindlichen Person jetzt zu spekulieren, was die Ursache ist. Es gibt viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich wird man mehrere Ursachen finden und in ihrer Überlagerung haben sie dann zu diesem Einsturz geführt. Das kann zum Beispiel sein, dass bei der Gründung etwas nicht in Ordnung war. Das kann sein, dass die Stahlseile unter Ermüdung litten und es kann sein, dass durch den gerade gleichzeitig herrschenden Sturm Belastungen aufgebracht wurden, die auf diese ermüdeten Stahlseile dann eben gewirkt haben und zum Versagen geführt haben. Das sind nur ein paar Möglichkeiten. Es gibt viele andere und die Experten werden jetzt aus den Trümmern herausfinden können, was tatsächlich an Ursachen vorhanden war. Also die italienischen Behörden müssen das jetzt eruieren. Das kann lange dauern. Schauen wir nach Deutschland, gerade in Westdeutschland. Das haben wir ja gerade gesehen. In dem Bericht gibt es Brücken, durchaus profilierte Brücken. Man denkt an die Leverkusener Brücke hier ganz in der Nähe, die ja einsturzgefährdet sind. Was bedeutet das für die deutschen Behörden? Wie gefährdet sind denn die deutschen Autofahrer auf den Straßen? Wir wissen jetzt seit vielen Jahren, dass Bauwerke tatsächlich altern, anders als man das vielleicht vor 60 Jahren bei Beton vermutet hat. Bloß man kann diese Alterung beobachten und deswegen gibt es ja diese Hauptuntersuchung, von denen gerade die Rede war. Alle 6 Jahre werden Bauwerke genau untersucht, alle Brücken, und man kann Risse entdecken, man kann Abplatzungen sehen, man kann farbliche Veränderungen sehen. Das alles wird dann katalogisiert und dann wird der Brücke eine Note gegeben. Und diese 12%, die Sie gerade gezeigt haben, das sind solche, die eine Note zwischen 3,5 und 4 aufweisen. Diese Brücken sind aber nicht automatisch von Einsturz bedroht, sondern das bedeutet, dass entweder so schnell wie möglich Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden müssen oder dass der Verkehr reduziert wird. Das war damals in Leverkusen der Fall, als man die Risse in den Schweißnähten entdeckt hat, dass man erst die ganze Brücke gesperrt hat und später dann noch den Schwerlastverkehr. Das hat natürlich zu dramatischen Situationen rund um diese Brücke herumgeführt, aber das ist allemal das kleinere Übel im Vergleich zu einem eventuell Schaden, wie wir ihn jetzt in Italien erlebt haben. Also ja, da sind unsere Behörden sehr, sehr hinterher, tatsächlich Schäden so weit im Vorfeld zu erkennen, dass man eingreifen kann. Ich muss dazu sagen, bei uns gilt das Prinzip, dass sozusagen Riss vor Bruch, das heißt also, die Brücken sind so konstruiert, dass ein möglicherweise eintretendes Versagen sich durch große Risse, große Verformungen oder große Bewegungen andeutet oder ja, dem vorausgeht. Ja, das ist gut zu wissen, dass die Behörden sich das regelmäßig anschauen. Schauen wir auf die Kapazitäten, sprich auf den Autoverkehr, den die Brücken zu verpacken haben. Muss das in Zukunft bei Brückensanierung oder gar Neubau nicht mit eingepreist werden, dieses unglaubliche Verkehrsaufkommen? Ja, schon seit einigen Jahrzehnten steigt ja der Schwerverkehr deutlich an und das finden wir wieder in den Normen und Regeln europaweit und deutschlandweit. Das heißt also, heute wird eine Brücke für viel mehr Lasten berechnet, dimensioniert, als das früher der Fall war. Und weil das so ist, werden die vorhandenen Brücken auch jeweils nachgerechnet. Es gibt in Deutschland eine eigene Nachrechnungsrichtlinie, mit der dann eben die Brücken kontrolliert werden, ob sie die neuen Lasten auch noch aufnehmen können. Das ist in vielen Fällen so, weil wir mit Sicherheitsmargen damals gearbeitet haben, die das heute noch zulassen. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen auch diese Brücken verstärkt instand gesetzt werden. Sagt Professor Manfred Kurbach, der Brückenexperte. Vielen Dank dafür und einen schönen Tag noch nach Dresden. Ja, auf Wiedersehen.